Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wow, fühlt sich das komisch an, mal wieder ein Video zu machen. Ich war jetzt das ganze Wochenende unterwegs. Mittwoch das letzte aufgenommen, es ist Montag und ich bin endlich wieder am Start und darf euch heute die nächste Episode Nummer 19 präsentieren. Ich denke mal, es wird heute eine coole Episode, denn ihr seht schon, wir haben 8 Sets, die wir heute aufmachen können. Unter anderem mein chinesisches Neujahr-Pack. Das heißt, es wird, denke ich mal, ziemlich cool werden, dieses Team, was wir heute bauen. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Ihr wisst Bescheid, wenn wir 700 Likes schaffen, dann wäre das eine ganz, ganz krasse Marke und das wäre auf jeden Fall sehr nice. So, jetzt haben wir genug darüber geredet. Es geht weiter und zwar damit, dass ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, Microsoft Guthaben und PSN Guthaben. Bitte kommt aus Gaming TV. Es gibt da mein Merchandise, was ihr euch noch angucken könnt dazu und natürlich auch gerne kaufen könnt. Dazu meine Social Media Links, die ihr auch auschecken solltet und ja, ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zur Verbesserung dieser Serie oder ja, positives Kreatives bzw. ja, interessantes, wie sagt man das? Verwendbares Feedback. Jetzt halt den Namen oder das Wort vergessen, was ich eigentlich benutzen wollte. Aber macht auch nichts. Wir haben hier das Team of the Week, das wir theoretisch in diesen Sets und vor allem in dem Team of the Week Leihspieler-Set, das ja immer so ein bisschen der absolute König ist, bei den Packs für die 7-Minute-Squads ziehen können. Unter anderem mit Ramos, mit Kroos, mit Çalhanoğlu, Saltbay, mit Ibrahimovic, was? Mit Lewandowski, mit Ibrahimovic 2.0, mit Edinson Cavani und natürlich meinem Liebling in FIFA 17 Ultimate Team mit Paulo Dybala. Bin ich mal gespannt. Auf der Bank haben wir auch noch interessante Spieler, zum Beispiel unter anderem den Hero Wayne Rooney mit mittelhoher Arbeitsraten leider. Aber vielleicht können wir ja trotzdem irgendwie Kapital daraus schlagen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Shop und schauen, was es so gibt. Natürlich enden wir mit dem ultimativen Set und fangen vorher an mit diesen anderen Sets, die wir hier haben. Ich hoffe auch, dass alles funktioniert. Ich weiß es nicht, weil die große Problematik dabei ist, dass wir... Ich habe gar kein normales Goldset, ne? Doch, hier. Ja, okay, alles klar, dann fangen wir an. Die große Problematik ist, dass natürlich wieder die Elgato mitspielen muss. Ansonsten, naja, erstes Set, da haben wir Nastasic drin. Immerhin schon mal ein vernünftiges Rating mit 80, kann ich sehr gut mit leben. Was haben wir noch drin? Korb, oh Gott, jetzt habe ich das Braunschweig-Wappen im Verein gespeichert. Warum macht man sowas? Das darf normalerweise nicht sein. Aber gut, Nastasic ist nichts wert. Delaney packen wir auf die Transferliste, weil ja bald St. Patrick's Day ist. Und damit kommen wir dann zu Set Nummer 2, Jumbo Premium Gold Set. Ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall als nächstes auf. Kein Walkout, das sind wir mittlerweile gewohnt. Keine große Sternschnuppe, auch das bin ich mittlerweile gewohnt. Aber trotzdem, immerhin Mauro Icardi. Das ist in Ordnung, 82er Rating. Wir steigern uns. Hätte auch Non-Rare sein können, so wie die letzten Wochen immer. Dazu Klasi, Berainos transferiert und Stendado. Und ach Mensch, guck mal, Musonda haben wir noch dabei. Der ist zwar leider Gottes nichts wert, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Mit seinen 5-Star-Skills und 5-Star-Weakfoot. Oleg Shatov haben wir noch dabei. Ich glaube, auch der wird nichts wert sein. Und Icardi sollte im Normalfall auch für nichts gehen. Genauso wenig wie Mitchell Weiser mit seinen 4-Star-Skills als Rechtsverteidiger. Einfach weil er Non-Rare ist. Icardi, ja okay, Icardi geht vielleicht sogar für 1000 Münzen weg. Packen wir einfach mal drauf und schauen, ob der für den Preis verkauft wird. Den Rest des Karten war und damit kommen wir schon zum nächsten Set. Wieder Jumbo Premium Gold Set, oder? Ja, ja, doch. Jumbo Premium Gold Set Numero Dof und auch diesmal wieder kein Walkout, keine größere Sternschnuppe, sondern eine ganz normale. Und es wird Orianna von, ja, Celta Vigo. Wieder 81er Rating. Wir sinken. Das wollen wir natürlich normalerweise nicht. Aber die Karte ist trotzdem ganz gut. Tom Cleverley haben wir noch. Wir haben Andrade, Restrepo. Cleverley spielt mittlerweile anscheinend, wie ich gerade gesehen habe, bei Watford. Wusste ich auch noch nicht. So, diskarten wir den Gedüssel hier und kommen damit schon zum nächsten Jumbo Premium Gold Set. Und auch hier wieder kein Walkout, aber vielleicht eine größere Sternschnuppe. Nein, auch das nicht. Aber wieder 3 seltene Spieler immerhin. Das wird Tremolinas. Das ist ein 81er Rating. Das heißt, wir bleiben auf dem Level. Wahrscheinlich wird das jetzt durch das ganze Pack-Opening ziehen. Ich habe übrigens gar keine Erwartung bzw. gar keine Vorstellung, was ich mir ja in diesem Set, in diesem ultimativen Set erwarten darf. Normalerweise sollte da ja nichts Krasses drin sein, in meinem Fall. Und ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch nichts angeguckt das ganze Wochenende, weil ich halt, wie gesagt, absolut nicht erreichbar war und unterwegs. Aber werden wir mal sehen, ob da irgendwas Cooles dabei rumkommen wird. So, Mariano, glaube ich, stelle ich sogar mal drauf. Ich wusste gar nicht, dass er 79er Rating hat. Beziehungsweise mir vorher noch nie so aufgefallen. Aber dann könnte der sich ja sogar verkaufen als Rechtsverteidiger aus Brasilien mit gutem Pace. Und Gönül, habe ich irgendwie das Gefühl, dass der auch für was gehen könnte. Geht so. Aber den stelle ich trotzdem mal auf die Transferliste, weil dann kann ich eventuell tatsächlich mal einen Teil der Eto-Challenge machen. Was ich sowieso nicht tun werde, aber egal. Jetzt haben wir noch ein Premium-Gold-Spieler-Set, das Doppel-Team of the Week Leihspieler-Set und das seltene Gold-Set. Und das machen wir als erstes auf. Kein Walkout, aber eine kleine Sternschnuppe, selbstverständlich. Und zwar wird das ein Kulu, das habe ich mir fast schon gedacht, der Kameruner. Ich weiß gar nicht, die sind noch im Afrika-Cup, stimmt. Haben ja Senegal eliminiert. Dazu kriegen wir jetzt noch ein Gold-Set in dem Vertrags-Set. Und wieder Mariano, diesmal stelle ich den aber nicht drauf.
Kulu könnte eventuell, ich glaube, es wird noch eine Challenge eventuell kommen zum Afrika Cup, aber momentan ist da nichts wert. Deswegen werden wir den discarden. Und bei Adrian bin ich mir nicht ganz sicher, weil Premier League und Spanier, aber normalerweise sollte der auch für nichts gehen. 1000, ja komm, discarden wir. Den Aufwand ist es mir nicht wert. So, damit haben wir noch das ultimative Set, das gemischte Verträge-Set. Halleluja, juhu. Und das eine Goldspieler-Set. Und das kommt jetzt erstmal. Danach machen wir das Premium Team of the Week Leihspieler-Set auf. Wieder keine große Sternstufe oder größere Sternstufe, sondern kann mir Glick aber 83er Rating. Das heißt, wir steigern uns noch weiter. Und Falcao, zweimal Monaco. Mal sehen, ob der vielleicht was wert ist. Weil Glick könnte ich es mir sogar auch vorstellen. Guck mal, der geht sogar für 1000 Münzen. Das ist tatsächlich der wertvollste Spieler, den wir bisher gezogen haben. Whelan nehmen wir auch mal mit, weil St. Patrick's Day, also auf Transferliste zumindest. Matao wird nichts wert sein und Kamil Glick, ich bin mir relativ sicher, dass der auch nichts wert sein wird. Warum habe ich Falcao eigentlich mitgenommen gerade? Ich nehme doch normalerweise nur Duplikate auf Transferliste. Aber egal, okay, den Rest des Karten war, inklusive Vedad Ibisevic, und kommen damit zu den letzten beiden Sets. Und zwar erstmal Doppelteam der Woche, Leihspieler-Set, kein Walkout. Aber ein Inform. Hey, Überraschung, Überraschung. Und zwar wird es Seamus Coleman. 86er Rating, das ist doch schon mal in Ordnung. Hätte natürlich auch Dybala sein können. Schade. Aber sehr, sehr gute Werte. Alle über 80, glaube ich, ne? Nee? Oder? Doch? Ja, alle über 80. Und zwar ordentlich. Und dazu noch Alessandro. Ja, Alessandro Matri, ehemaliger Rossoneri. Und damit kommen wir zum ultimativen Set. Einzigartige Topspieler in einem Set. Fein. 30 Spieler, alle Gold, alle selten. Das ist ja quasi. Das ist ja quasi ein 125k-Set. Oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Wir öffnen es einfach. Los geht's. Walkout? Nein, natürlich nicht. Keine Überraschung. Aber ey, guck mal, immerhin keine kleine Sternschnuppe. Sokrates. Gott sei Dank habe ich nichts erwartet. Wie gesagt, aber ey, immerhin keine Mini-Sternschnuppen. Das ist ja beeindruckend. Absolut beeindruckend. Was hattet ihr in eurem ultimativen Set? Ich werde hier mal eine Infocard machen. War es besser oder schlechter als meins? Also schlechter ist ja fast schon schwer. Ach, die sind auch noch untradable. Na, dann ist es ja nicht so schlimm. Beziehungsweise eigentlich ist es doch schon tragisch, weil... Damit muss ich jetzt... Okay, ich melde mich gleich wieder. Dann machen wir das Team. Mit Sokrates und Coleman. So, wir haben 7 Minuten Zeit, ein Team zu bauen um Seamus Coleman und Sokrates. Normalerweise bin ich ja jemand, der niemals auf Fünferketten gehen würde. Aber weil Seamus Coleman von, ja, quasi Custom aus... Rechtsaußenverteidiger ist und damit halt in der Fünferkette seinen Platz findet, machen wir das einfach. Wir haben wie immer 7 Minuten Zeit. Wenn wir es nicht in der Zeit schaffen, dann müssen wir die Positionen, die noch nicht besetzt sind, mit Bronzespielern auffüllen. Letztes Mal hat das ganz gut geklappt, wer die Episode nicht gesehen hat. Vielleicht ist hier eine Infokarte. Und ja, außerdem, wenn wir jede Minute, die wir vorher fertig sind, dürfen wir im Spiel auch wechseln. Also wir dürfen, wenn wir 3 Minuten vor Ende fertig sind, diese 3 Spieler einwechseln, theoretisch. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. 7 Minuten haben wir, und zwar ab jetzt. 3, 2, 1 und go. So, vamonos. Die große Frage ist nur, wie machen wir das? Denn es gibt leider Gottes in der Premier League keinen griechischen Innenverteidiger. Nicht, dass ich wüsste. Und in der Bundesliga aber auch keinen irischen. Das heißt, wir müssen mit Mustafi arbeiten. Und zwar am besten... Warum hat der eigentlich keine Inform bekommen? Fällt mir gerade mal auf. Das ist aber dreist. Ich hatte mich ehrlich gesagt ein bisschen auf die... Weil ich habe die dynamische Karte gezogen. Na, egal. Gut, machen wir weiter. Wir brauchen einen deutschen Innenverteidiger. Und zwar aus der Bundesliga. Und da nehmen wir wahrscheinlich Jonathan Tah. Der kommt mir zumindest als erster in den Kopf. Mal sehen, ob er es wirklich werden wird. Aber ich denke mal schon. Und dann haben wir da schon mal eine solide Innenverteidigung bei Sam. Ja, Boateng wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir nehmen Tah, weil Tah ist Tah. Das passt ganz gut. So, brauchen wir noch einen Torwart. Die große Frage ist, wen nehmen wir da? Wir können natürlich einen aus der Bundesliga nehmen, Deutschen. Das wäre aber ein bisschen problematisch, weil dann hätte der deutsche Keeper zu viele Links. Ja, was machen wir da, ist die große Frage. Dann nehmen wir, würde ich sagen, nicht Tah, sondern Zieler. Also Zieler nehmen wir auf jeden Fall. So, und nicht Tah in der Innenverteidigung, sondern... Müssen wir mal schauen, wie wir das wieder machen. Sokrates auf jeden Fall in die Mitte, weil dann hat Mustafi nicht zu viele Links. Aber nur so funktioniert das dann. So, dann kommt Mustafi auf die Seite. Mustafi, zack. Und dann kommt hier Ron Robert hin. So, dann brauchen wir hier jetzt Bender auf jeden Fall. Achso, falscher Bender. Wir nehmen Sven. Warum ist der nicht niedriger bewertet? Ist auch egal. Sven Bender ist ja in meinem Anfangsteam drin mit Balotelli und, ne, ihr wisst Bescheid. So geht's nicht, so geht's auf. Gut, Sokrates braucht auf jeden Fall noch einen Stronglink. Wie war das mal? Weiß ich noch nicht ganz genau.
Ich würde sagen, mit einem Spieler von Dortmund im Normalfall. Außer wir haben Griechen in der Bundesliga, der mir jetzt gerade spontan nicht einfällt. Dream Squad sind übrigens eine ganz, ganz praktische Geschichte. Es gibt nur einen zentralen Mittelfeldspieler aus Griechenland. Das ist ernüchternd. Aus der Bundesliga gibt es hier keinen. Fortunis hat mal, glaube ich, Bundesliga gespielt. Petzos ginge. Ist aber scheiße. Deswegen lassen wir das. Der ist mittlerweile auch verliehen worden. Ich weiß nur gerade nicht, wohin. Und dann gehen wir in die Bundesliga und suchen uns da einen von Dortmund raus. Die Sache ist halt, wir müssen auch darauf achten, dass wir Seamus Coleman noch verlinken. Aber beispielsweise mit Merino würde das gehen, weil ein Spanier finden wir in der Premier League auf jeden Fall. Apropos Spanier in der Bundesliga jetzt hier, ne? Passt nicht zusammen der Satz, aber ist egal. Wir haben ja tatsächlich jetzt den Wechsel von Bojan Krikic zu Mainz. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt nicht Castro, sondern Mikel Merino. Und bauen damit dann weiter. Mal sehen, wie das funktioniert. Hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall... Hat Everton rechten Flügelspieler aus Spanien? Ja, haben sie. Und zwar Gerard Deulofeu. Das ist natürlich jetzt praktisch. Ja. Wunderbar. Jetzt braucht Merino noch einen Link. Beziehungsweise Sokratis auch. Das heißt, da gehen wir in die Bundesliga. Zack, zack. Und suchen uns da einen zentralen Mittelfeldspieler raus. Zum Beispiel Renato Sanchez. Ja. Und da brauchen wir noch einen Stürmer. Und zwar aus... Und dann haben wir nur zwei Ligen, das nervt mich. Ein Portugiese von Bayern würde reichen. Das heißt, wir nehmen einfach hier einen Perfect League. Irgendwie aus der Bundesliga. Weiß ich noch nicht, welchen wir da nehmen. Aber da finden wir schon einen. Und dann läuft das. So, ZM wird anscheinend nix. ZOM, wie sieht's da aus? Er darf nicht deutsch sein. Das ist die einzige Restriktion, die ich jetzt an mich jetzt mal setze. Hazard, Stendera, Fabian, das sieht aber nicht gut aus. ZDM. Was haben wir denn da noch? Luis Gustavo, haben wir keinen brasilianischen Stürmer. Stambouli, Polanski, Schielbrett, Baumgartlinger, Bargfrede, Jibama, Gilavogi. Was haben wir für Stürmer in der Bundesliga? Das ist die wichtigere Frage. Paul George und Tepp wäre schön als Stürmer, haben wir aber leider Gottes nicht. Kramaric, Drimic. Ich habe auch echt wenige Stürmer aus der Bundesliga im Verein. Seferovic, Bobadilla, das ist riesig gut. Das gefällt mir nicht. Hernandez. Wir brauchen ja wirklich einen Perfect Link. Das ist das große Problem. Hintler, Werner. Er kann auch deutsch sein. Im Notfall müssen wir halt einen Deutschen nehmen. Das wäre aber ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, für den Moment machen wir das aber mal. Und zwar ganz kurz mit Sandro Wagner und Rudi, den ich ja gerade auch gezogen habe in diesen Sets. So, einfach nur kurz, um halt das Ganze fertigzustellen, damit wir nicht am Ende blöd dastehen, weil wir zu wenig Zeit hatten. Jetzt brauchen wir noch einen linken Flügelspieler, der einen Perfect Link zu einem Linksverteidiger hat. Das sollte normalerweise nicht so schwierig sein, aber ich habe linke Flügelspieler eher im Kopf als Linksverteidiger. Deswegen gucken wir da mal nach. Wir haben einen Linksaußenverteidiger natürlich auch, aber ich will einen Linksverteidiger haben. So. Und Marcelo, Evra, Tremolinas, Gaia, Rose, Clichy, Willems, Kolarov. Das sind alle Spieler, die keinen haben. Bernat, Baba... Jefferson, Siqueira, oh Gott, ich habe gerade gar nichts im Kopf. Amero, okay, Premier League können wir ja auch nicht reingehen. Anseldi, Crescito, Davies, Antonelli. Antonelli und Bonaventura. Einfach nur gerade, um das Team hier fertig zu bekommen. Nehmen wir noch Giacomo Bonaventura dazu. Und haben das Team. So, Team steht. Ich glaube, ich werde noch in zentrales Mittelfeld und Stürmer austauschen. Also Wagner... Und Rudi, ja, wir können auch einmal wechseln in der Partie. Das ist schön, weil wir eine Minute vor Schluss fertig waren. Und ich denke, das Team sieht an sich, auch wenn es kompliziert ist, ziemlich cool aus. Oder nicht? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich baue mal eben fertig, ne? Hole die Spieler, die ich noch nicht habe, beziehungsweise ersetze sie und dann sehen wir uns gleich wieder. 5 Nationen und 3 Ligen ist keine Glanzleistung, definitiv, aber es ist Nolings Wasted und das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Natürlich wäre es schöner gewesen, hätten wir hier noch einen anderen Perfect Link gefunden, aber es gibt in der Bundesliga schlicht und ergreifend keine, außer Tarasay und Seferovic, der noch halbwegs okay gewesen wäre, aber ich wollte das Team jetzt Gold lassen. Ich habe links jetzt Giacomo Bonaventura mit Eliseo und Rafa ausgetauscht. Ich mache hier mal eine Infokarte hin. Findet ihr es okay, wenn wir beispielsweise solche Spieler, die einfach nur, oder beispielsweise auch Wagner und Rudi, nochmal austauschen? Oder sagt ihr, ja, du hast es ja jetzt quasi gemacht in den 7 Minuten und du hast keine bessere Lösung gefunden, dann musst du auch diese Spieler behalten. Bin ich mal interessiert daran?
dran. Gibt halt diese beiden Optionen, stimmt mal ab, dann werdet ihr das in den nächsten Episoden auch weiter berücksichtigen. Ansonsten hätten wir jetzt hier mit Giacomo Bonaventura und Antonelli spielen müssen. Wäre jetzt auch nicht schlimmer gewesen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Team performen wird. Suche einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder. So, das ging schnell. Gegner ist gefunden. Oh, er hat den SBC Benteke, den ich gar nicht kenne. Zaha, Coutinho, Remy, also sehr, sehr starke Offensive, auch noch mit Martial. Dann Matic, Otamendi, Schmeichel in Form, Reed in Form, Walker und Baines in Form. Also die Defensive ist ein bisschen unkonventionell. Sieht man normalerweise, abgesehen von Walker, nicht so unbedingt. Da sieht man normalerweise gerade Smalling oder Bailly oder auch ein Butland im Kasten. Aber mal sehen, wie wir damit klarkommen. Ich möchte bereits im Voraus einmal anmerken, dass ich bisher seit Mittwoch eine Partie Spieler gespielt habe. Und zwar gestern Abend Karrieremodus. Zu zweit. Ja, das heißt, ich bin eventuell ein bisschen raus. Und das sieht hier alles viel zu groß. Ich bin da gar nicht mehr dran gewöhnt. Ja. Das war schon wieder viel zu riskant hier in meinen Augen. Remy macht fast das 1-0 nach 5 Minuten. Ich habe jetzt ja länger kein FIFA mehr gespielt, ne? Und jetzt weiß ich irgendwie gerade die Grafik wieder zu schätzen. Das sieht ja richtig, richtig geil aus, muss ich ja schon sagen, ne? Ich weiß aber auch nicht, warum ich das jetzt so Hammer finde. Das finde ich nicht so gut, das ist nämlich das 1-0. Na super. Sandro Wagner, Fußballgott, das wäre es jetzt gewesen, hätte der hier den Ausgleich besorgt. Ich muss ja gestehen, dass das gerade nicht unbedingt mein Spiel ist und auch gar nicht meine Formation, weil ich die halt überhaupt noch nicht gespielt habe dieses Jahr. Aber dass der Gegner auch gar nicht so schlecht spielt, muss man auch mal ehrlich zugeben. Das Ding ist nur, ich war so gut drauf, bevor ich jetzt halt das Wochenende weg war. Ich habe echt gut gespielt. Ich bin ja auch beispielsweise in Liga 1 aufgestiegen, wie ihr mittlerweile gesehen haben solltet. Abseits von Wagner, schade. Das ist jetzt leider gerade ein bisschen weg. Da muss ich erstmal wieder reinkommen und ich hoffe, dass ich das Level wieder erreiche, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei Foot Champions mal wieder gut abzuschneiden. Aber auch da wieder richtig genial, dadurch, dass ich jetzt das Wochenende weg war. Ich war davor das Wochenende da und wollte auch Foot Champions spielen. Hatte mich auch qualifiziert, aber da waren dann die Wartungsarbeiten. Super, konnte ich nicht spielen. Und jetzt bekomme ich für Januar gar keine Belohnung, weil ich dieses Wochenende nicht weg da. Nicht da war. Super. Nein, das gibt's doch nicht. Sandro Wagner. Normalerweise macht er solche Dinge natürlich rein. Hier jetzt gerade leider Gottes nicht. Und jetzt müssen wir ganz, ganz stark aufpassen. Ganz, ganz stark aufpassen. Dass das uns hier nicht zum Verhängnis wird, aber stark von Mustafi. Oh, das war wunderschön gespielt und jetzt Rafa im 16er und er kriegt es nicht hin, obwohl er 92 Tempo hat, sich da tempomäßig durchzusetzen. Jetzt Coleman mit dem Foul, na super. Also das große Problem bisher ist, dass Wagners Stellungsspiel hier in diesem Spiel mit seinem 76er Rating bei weitem nicht so gut ist wie das in Realität, muss man ja mal ehrlich zugestehen, das hat er ja richtig drauf und hier halt leider Gottes nicht. Deswegen, wenn wir in der Offensive sind, haben wir oft das Problem, dass wir einfach keine Anspielstation haben und dass ich dann abbrechen muss. Wir sind natürlich aber auch nur 3 oder 4 Leute in der Offensive, weil meistens kommt einer der Mittelspieler schon gar nicht mit, beziehungsweise die kannst du halt offensiv nicht gebrauchen, weil was willst du mit dem Rudi und dem Merino großartig anrichten? Und das ist natürlich ein bisschen schlecht. Vielleicht aber jetzt über Deulofeu. Das sieht gut aus. Die Sache ist nur, der hat ja keinen linken Fuß. Werberspin? Nee. No, was macht er denn da? Nimm doch den Ball an. Ich möchte mich übrigens korrigieren. Also, Deulofeu hat einen linken Fuß. Der hat, glaube ich, Forster Weakfoot. Aber das Ding ist, er kann nicht schießen. Das war meine Aussage. Oh, seht ihr das? Genau das meinte ich. Okay, es war abgefälscht. Aber nichtsdestotrotz. Das wäre normalerweise eine hundertprozentige Torchance gewesen und wir konnten sie jetzt nicht nutzen. Wagner auf Sebastian Rudi, aber der nutzt sie. 1-1, sehr schön. Das wird auch Zeit. Wir sind wirklich deutlich besser mittlerweile in der Partie. Der Gegner kam bisher gar nicht mehr nach vorne. In der zweiten Halbzeit hat er gar keine Chance mehr gehabt. Und ich glaube, in der ersten hat er noch die eine gehabt, wo Mustafi dann geklärt hat. Der Ausgleich war wichtig. Aber ich glaube, ich wechsle einmal Wagner aus und dann geht es hier richtig steil. Ich habe die Wechseloption jetzt gerade gezogen und habe Konoplyanka in Sturm gestellt und Wagner auf 6, weil Merino nicht mehr fit war, damit Konoplyanka dieses Freistoßtor machen kann, was er nicht tut. Eliseo legt da nochmal ab. Jawohl, und zwar auf Rudi. Rudi! Oh, Schmeichel, schade. Alter. Was? Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein klarer Elfmeter. Konoplyanka holt direkt mal den Penalty raus gegen Winston Reed. Wollte ich den Berberspin, selbstverständlich mein, mittlerweile Signature-Move, hier machen und dann wird da ein bisschen eingehakt. Sehr gut, jetzt haben wir die Chance und Seamus Coleman ist wahrscheinlich der Schütze, wa? Wahrscheinlich eher nicht mit 70 Präzision. Dann nehmen wir doch lieber Konoplyanka. Der Gefaulte sollte zwar nie selber schießen, aber wir machen es hier einfach mal trotzdem. Mal schauen, ob das gelingt. Jawohl, linke Ecke und wir führen 2-1. Rückstand aufgeholt. Goethe dreht das Spiel durch unseren Wechselspieler. Gerade gesagt, ich wechsle ihn einer, damit er trifft. Bam. Doch, warum denn dahin? Der Pass im Lauf wäre wohl auf einen anderen Spieler deutlich realistischer gewesen, wenn man das nochmal genau anguckt, die Szene.
Aber okay. Oh, das war auch... Das war mein Fehler, aber Gott sei Dank können wir die Szene erklären. Er macht jetzt gerade ein bisschen Druck. Und warum drehst du dich so dumm? Och, Coleman, nee, komm, bitte nicht. Ich habe jetzt gar keine Lust, noch in eine Verlängerung zu gehen oder so. Okay, wir sind erst in der 86. Also kann auch viel passieren. Zum Beispiel ein Tor von Sandro Wagner. Ah, das ist uns wohl nicht gegönnt, aber vielleicht machen wir es ja nach der Ecke. Coleman und nee, da kommt Wagner nicht hin und fast Eliseu. Jetzt dürfen wir uns natürlich nur nicht auskontern lassen. Das wäre sehr bitter. Aber das kriegen wir ganz gut hin, glaube ich. Und Konoplyanka macht jetzt ein Longshot-Tor. Nee, auch nicht. Reicht aber auch so. Wir gewinnen 2:1 gegen diesen doch relativ guten Gegner, muss ich ehrlich zugestehen. Aber es hat nicht gereicht für unsere Defensive und vor allem für Yevgeny Konoplyanka. Ich freue mich über diesen Sieg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt mal nochmal zur Teambewertung und schauen uns die genauer an. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst die Infocards, vergesst die Kommentare. Sandro Wagner natürlich mit seinen 2 Torvorlagen. Nee, 1 Torvorlage. Man of the Match. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.